Moin Leute, ich bin der Steffen, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute mit der Serie ohne richtigen Namen. Zwar will ich hier eigentlich nur so ein paar Sachen aus Battlefield 4 eben testen, so kleine Dinge, auch mal schneller ein Fazit ziehen, dass man auch ein paar Sachen pro Folge schafft. Ja eben, Name fehlt noch und es ist halt nicht so großflächig wie zum Beispiel ein Loadout, wo man jeden einzelnen Aufsatz hat, sondern man beschäftigt sich so mit einem Thema. Und das versuche ich halt hier irgendwie umzusetzen. So fängt es hier zum Beispiel an mit dem schweren Lauf. Ist ja ein Aufsatz, den ich sonst sehr selten benutzt habe. Und jetzt hier mal mit der ACE 23 plus einem angewinkelten Griff. Vielleicht nicht unbedingt die typische Waffe für einen schweren Lauf, aber es lief super. Alleine weil jetzt ja der visuelle Recoil weg ist, gefällt mir das alles deutlich besser. Obwohl der schwere Lauf ja anscheinend sogar etwas genervt wurde, aber halt eben dieser Effekt mit dem Visual Recoil bringt halt sehr viel. Dazu auf der ACE 23 so Tap-Firing, also ganz kleine Bursts, dann kann man halt eine super Präzision rausholen. Nur muss man jetzt auch irgendwie hier zugute sagen, dass die ACE 23 hier sich ja eh schon ziemlich geil spielt, ist mit einer der besten Waffen, hat auch so nicht viel Rückstoß, da fällt der schwere Lauf auch nicht so sehr auf und deswegen muss man so schauen, ist sie vielleicht auch ohne auch so gut? Man kann ja sagen, ey, ich verzichte jetzt auf einen schweren Lauf, nehme gar nichts drauf, habe noch weniger Rückstoß und kann dadurch vielleicht besser kontrollieren, aber hier sage ich auch, der schwere Lauf, der stört nicht sehr. Deswegen versucht den schweren Lauf immer wieder auf mehreren Waffen auszutesten. Halt eben vor allem die niedriger Feuerrate, die auch nicht viel Rückschuss haben. Da sollte er meistens jetzt sehr gut funktionieren. Bei so einer AEK und Co. kann er funktionieren, aber da ist halt auch so sehr gewöhnungsbedürftig. Muss ich vielleicht ein bisschen einspielen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das auch da ganz gut klappt. Als nächstes habe ich hier die Blendgranate, weil die hat sich auch ganz schön verändert. Die Blendwirkung ist mittlerweile echt schon lange. Das merkt man auf jeden Fall. Das ist nichts mehr, wie sie zum Beispiel früher war. Und das finde ich natürlich als Gegenspieler ganz schön doof. Wenn ich geblendet werde, wirklich, das dauert mehrere Sekunden, man sieht nichts. Und deswegen ist er jetzt auf jeden Fall deutlich stärker. Dazu habe ich ja 3 Stück davon und das ist natürlich ein guter Effekt. Ich kann einfach mal sagen, ey, ich schmeiß mal eine in die Ecke. Und falls sie einen Hitmarker bekommen, weiß ich schon mal, oh, da ist ein Gegner. Das heißt zwar aber noch nicht allzu viel, weil ich weiß nicht dann, ob er geblendet wurde. Ich kann vielleicht sagen, dass er getroffen wurde, also 2% irgendwie Schaden bekommen oder sowas. Aber er wurde vielleicht nicht geblendet. Und das ist immer so das kleine Risiko, was man da eingehen muss. Aber halt, wenn er geblendet werden würde, vielleicht habt ihr es vorher so ein bisschen gesehen, da natürlich könnt ihr auch angreifen. Der ist mehrere Sekunden geblendet, der sieht nichts. Da kann man es gut und gerne mal riskieren. Sonst ist es halt eben sehr geil zum Gegner spotten halt. Um die Ecke schmeißen, kriegst einen Hitmarker. Oh, da ist einer, passt mal eben auf. Dann habe ich hier die 44er Magnum als Vertretung für die meisten Revolver so gesehen. Weil der Delay ist ja endlich mal weg. Und dadurch muss man nicht immer so vorhalten, sondern man kann wirklich mal genau dahin schießen, wo man auch will. Muss nicht sich so umgewöhnen. Aber ich muss auch sagen, die Magnum fühlt sich nicht wirklich an wie die Magnum aus Battlefield 3. Dafür ist erstmal die Feuerrate deutlich zu niedrig. Aber was man den Revolvern ja zugutehalten muss, die sind teilweise ja verdammt präzise. Auf welchen Distanzen du mit der Magnum den Gegner immer noch perfekt triffst, dazu macht die einen hohen Schaden. Im Kopf ist das Ding sowieso ziemlich tödlich. Also da muss man echt sagen, ja, auf Distanz ist das Ding ziemlich geil für so eine Sekundärwaffe. Im Nahkampf aber ist sie nicht ganz so geil. Um zu sagen, jetzt für den Gegner finishen, wenn ich ihn vorher am Paltenmarker reingedrückt habe, er noch knapp lebt, dauert das erstmal ein bisschen lange. Und wenn man dann daneben schießt, dann kann einen der Gegner noch selber holen. Da ist vielleicht so eine Nahkampfpistole mit einer höheren Feuerrate deutlich interessanter. Also im Nahkampf so eine Magnum und Co., naja, nicht unbedingt die geilsten Waffen. Aber sonst sage ich, ich habe ein bisschen gebraucht, um da reinzukommen in die Magnum. Aber nach einigen Anspielen, hier zum Beispiel Pistol-Only-Server, das lief super. Das lief richtig gut. Man muss halt ein bisschen umschauen mit dem Gameplay her, dass man vielleicht ein bisschen defensiver spielt und nicht voll reinrennt. Aber dann sage ich wirklich, Magnum, probiert sie aus. Ihr müsst sie vielleicht nicht im allgemeinen Gameplay nehmen. Ich bleibe auch sonst insgesamt wohl eher bei den semi-automatischen Pistolen. Aber sage wirklich, das ist wieder eine Waffe, die man testen kann. Nichts mehr im Gegensatz zum Release-Magnum-Ding, was grauenvoll war. Mittlerweile kann man wirklich sagen, ey, die kannst du mal spielen. Gefällt vielleicht nicht jeden, aber sonst ist es ein Ding. Vielleicht mal kurz testen, dann sieht man es ja. Und sonst, ja, gute Waffe. Als nächstes habe ich hier die Slug-Munition und da sollte man natürlich wissen, es hat ja nur ein Projektil. Also man sollte schon irgendwie aimen können, sonst, ja, trifft man nicht allzu oft. Konnte ich anfangs nicht unbedingt, da ich ein paar Tage nicht gespielt habe, dann lässt man ja sofort raus. Man trifft so wenig oder trifft so langsam und zieht so schlecht und hat vielleicht Glück, dass man den trifft. Wenn man reinkommt, dann geht es besser. Aber da muss ich auch sagen, anfangs lief es halt nicht so gut, aber dann wurde es ein bisschen besser und dann muss ich auch sagen, Slug ist auch wieder sehr interessant geworden. Weil das Schöne ist halt vor allem, ich kann Gegner auf Entfernung treffen, was du mit einer Schrotmunition knicken kannst. Du kannst genau diesen Schuss setzen, er driftet vielleicht leicht mal weg, aber nicht viel, wirklich nicht viel. Und dann ist das Ding wirklich auf Distanz gebrauchbar. Jetzt muss ich natürlich sagen, ist die Shotgun gedacht, nur auf Distanz zu spielen? Eine Schrotflinte, Shotgun ist ja gedacht, um vielleicht aus kurzer Distanz den einfach einen rüber zu brettern, ohne viel zu zielen. Dafür sind die Dinger ja eigentlich gedacht.
aber trotzdem, es lief ja gut und wenn es läuft, dann kann man natürlich wirklich drüber nachdenken. Entscheidend aber eben bei Slug ist ja auch, man muss jetzt im Nahkampf auch genauer ziehen. Mit einer Schrumpfmunition pumpst du einfach irgendwie die Ladung hin, ein paar Kugeln treffen, ist er auch meistens tot, weil die Slug, es ist echt seltsam. Man trifft halt genau in den Bauch auf kurze Distanz und erlebt. Er lebt einfach. Da weißt du sofort, die Schrumpfmunition hat ihn umgehauen, die Flechette-Munition hat ihn umgehauen. Aber die Slug, die will manchmal nicht. Ist nur eine Munition, die backt manchmal ein bisschen rum oder die ist einfach nicht so. Ja, ist im Nahkampf, kann sie zum großen Problem werden. Wenn man vielleicht zielen kann, dann ist sie gut, aber ich würde mich nie drauf verlassen. Ich weiß nicht, was da manchmal los ist. Mit Schrot und Flechette, da ist man natürlich im Nahkampf deutlich besser ausgerüstet. Vor allem mit diesem Vollchoke, wo man die Präzision nochmal deutlich erhöhen kann, der ja beim Slug Munition nichts bringen würde. Vor allem natürlich, wenn ich jetzt eine Pump-Shotgun habe und damit das Lack daneben schieße, dann dauert es ja ein klein Moment, bis ich wieder nachziehen kann. Da kann der Gegner schon wieder schießen und dich vielleicht wegholen. Deswegen da auf jeden Fall diesen einen Schuss präzise setzen, dann hat man auch viel weniger Stress. Sonst kann man sagen, die Slug-Munition macht die Shotguns etwas mehr allround. Also man kann halt einfach auf Distanz wirklich noch ein bisschen mitspielen. Nicht unbedingt sehr gut, aber wenn man vielleicht genau schießt, kann man schon ein bisschen Schaden anrichten. Aber direkt im One-on-One, Gesicht zu Gesicht, auf Distanz, mittlere Distanzen so, ja, dann ist die vielleicht nicht ganz so geil. Wenn ich diese Munition spiele, dann meistens auf den Pump-Shotguns, weil da ist der Effekt auf Distanz wirklich auch möglich. Da kann man wirklich auf Distanz genau schießen. Mit den Semi-Dingern über Saiga und Co., da geht das auf Distanz einfach gar nicht mehr so gut. Und dann im Nahkampf die Munition auch, weiß ich nicht, würde ich nicht so empfehlen. Da würde ich auf jeden Fall bei der Schrotmunition bleiben, bei den Pump-Varianten testen. Aber ich muss insgesamt wirklich sagen, ich werde wahrscheinlich bei der Schrotmunition bleiben. Im Gegensatz zu Battlefield 3, da habe ich ja viel Slug gespielt. Hier ist es wirklich andersrum. Hier bleibe ich bei Schrot, wegen halt eben diesem Vollchoke, der wirklich super gut ist. Und dann muss man ein bisschen testen, aber meine Wahl ist eigentlich schon getroffen. Yo, das war's mit dieser ersten Testfolge. Wäre ganz cool, wenn ihr mir so einen Namen für diese Serie in die Kommentare schreiben könntet. Einen Daumen hoch, wenn ihr gerne mehr sehen wollt. Ansonsten rechts findet ihr meine letzten beiden Videos. Das war's, haut rein. Ciao.